Passt? Geht schon los? Passt, ja, alles schon. Passt. Danke, danke. Gescheit her sitzen. So, warte, da schauen wir mal. Mit. Hallo und grüße euch wieder bei einem Review. Wir jetzt im neuen Jahr, da wir ja eher weniger Reviews machen und schauen eher, dass wir entweder ein komplett neues Set machen oder besondere Sets. Und heute habe ich mich mit Mike da getroffen für Servus. Ein besonderes Set. Und ja, erzähl über das Set, was du da mitgebracht hast. Ja, also da haben wir heute wirklich ein ganz, ganz besonderes Technik-Set von Kader. Wieder mal aus der Master-Serie, das C61048. Das ist der neue Königsegg mit 4340 Stück im 1:8 Format. Ja. Und der ist halt wirklich, muss man wirklich sagen, ein Meisterstück von Kader, ja, weil die haben da Technikfunktionen eingebaut en masse. Also egal, was man sich bis jetzt, ich sage immer, bei den Hypercars oder bei den ganzen Autos jemals gebaut hat, ich habe noch nie so viele Technikfunktionen drin gehabt wie den. Und ich meine, wir werden es euch dann eh auch später zeigen. Aber ist ja Wahnsinn. Für mich ist das absoluter Wahnsinn, was die da alles eingebockt haben. Ne? Ja, also ich muss ja sagen, ich habe das, also wir haben sie das beide gekauft, das Auto. Und also ich bin auch hellauf begeistert von dem Auto, ich habe es noch nicht ganz zusammengebaut, das werdet ihr dann eh später nochmal sehen, damit wir das eben besser herzeigen können, die ganzen Funktionen. Ich finde es auf der einen Seite finde ich toll, was die da für Funktionen reinpackt haben, auf der anderen Seite finde ich es wieder schade, dass das unmotorisiert ist, weil mit Motoren wäre das natürlich schon ein Burner gewesen, obwohl ich eigentlich nicht wüsste, wo man da die Batterien jetzt noch verbauen könnte, weil der ist eben so wie das Hypercar absolut massiv gebaut. Ja. Also er ist ja wirklich mit Funktionen vollgepackt, mit Umlenkungen. Es sind ja teilweise Funktionen dabei, wo du hinten kurvest und sie über das komplette Modell was tut. Ja. Also das ist, finde ich, also kann man schon sagen, Ingenieurskunst, oder? Da kann man schon Ingenieurskunst dazu sagen. Also ich bin mechanisch nicht so bewandert wie der, ich spreche ihn richtig aus, Dougald Cameron. Cameron, so. Ja. Also der ist für mich jetzt der absolute König, was Technikfunktionen angeht. Also ich habe noch nie so ein tolles, der ist wirklich, puh, also der setzt nochmal den ganzen eins drauf. Ja. Ich hätte gesagt, fangen wir einfach einmal an, ein bisschen die Funktionen herzuzeigen und ein bisschen über das Modell an sich zu sprechen. Ja, ja, also man sieht es eh, ein Königsegg, es ist wieder mal stromlinienförmig. Ja. Also wirklich schon ein Formel 1 Auto, ja. Also wenn man ihn echt einmal hört, also zumindest in einem Video, in echt habe ich noch nicht gesehen, ja. Aber wenn man ihn mal in einem Video hört, also, da glaubt man wirklich, da fährt jetzt schon so ein Formel 1 Wagen vorbei. Ich finde auch, das Heck ist extrem geil, sage ich einfach dazu. Ja. Geil gelungen. Ja. Also der gefällt mir wirklich rundum. Ja. Ja, das Einzige ist vom Design her, was ich bemängel, ich bin halt einer, ich mag, weiß nicht. Mhm. Ja. Ja, das ist also wenn der irgendwie rot, orange, ich weiß nicht, irgendein, oder vielleicht sogar noch metallic, das war über Wahnsinn, ja. Dann wäre das natürlich der Oberburner, für mich, was Design angeht. Und ja, leider Gottes auch wieder mal, und ich gehöre jetzt auch schon zu diesen Phobikern dazu, blaue Pins zwischendurch. Ja, bei einem weißen Auto, das ist halt ich wirklich auch nicht, zart. Nur dazu, wenn du da schaust, teilweise kriegst du, machen sogar extra weiße Pins oder weiße Komponenten. Ja, das sind durchsichtige, sind da dabei, oder? Da nein, da hast du zum Beispiel weiße, ja, immer wieder mal. Schwarz ging halt auch noch, ja, es ist schwarz auch dabei. Meinetwegen sollen sie es so grün machen. Aber, ja. Ich meine, aber blau ist halt wirklich komplett daneben. Transparente Pins auch dabei, ich oder? Ich glaube schon, irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Ja, das Problem ist immer, wir dann ein Auto bauen und dann, ja, machen wir wieder drüber, machen wir wieder drüber. Ja, und dann dauert es immer 3-4 Wochen. Dann war ich wieder mal krank. Das ist leider, diesmal bin ich leider schuld. Ja, kommt immer was dazwischen. Und dann nach 3-4 Wochen, boah, was war da jetzt? Wie war das, gell? Wie war das? Wir haben es vor dem Video nochmal schnell angeschaut, das funktioniert, gell? Na, pass auf, legen wir mal los. Transparente Pins. Legen wir mal los. Also, man kann einmal das Dach ganz einfach, das ist nur so gesteckt, kann man mal abnehmen, ja? Weil es geht schon da im Inneren vom Auto los, ja, mit den Funktionen. Man hat hier ein Zahnrad, ja, das kann man, es ist alles manuell, wie der Kariko schon gesagt hat, ja. Da kann man die Türen öffnen und schließen, beziehungsweise kann man sogar umschalten, ob sich beide Türen gleichzeitig öffnen oder nur eine.
Das ist nämlich auch, da fängt schon mal an. Ja. Ich habe da extra ein Hightech-Tool gebaut. Ja. Das ist einfach nur ein kleiner Motor und das ist gemockt. Und eine Batterie. Da fehlt nicht viel mehr zum Kamera. Absolut. So, ich nehme jetzt einmal das runter, das Zahnrad, ja, stecke einmal mein Hightech-Tool an, weil es ist natürlich, ziemlich hochübersetzt. Ja, weil es einfach, man muss halt ewig drehen. Man muss halt ewig kurbeln und wenn man das jetzt euch im Video herzeigt, da würde man alles, also da würde man komplett den Rahmen sprengen. Ja? Wird man also aussehen. Drehen wir da mal auf, also man sieht, die Türen drehen sich ja nach oben und die Spiegel klappen sich ein. Das ist auch extrem arg. Ja. Also ihr seht, sie klappen sich so schön hoch und das Ganze kann man dann wieder nach unten drehen. Muss man immer leicht ein bisschen mithelfen, weil manchmal bleibt es ein bisschen wo hängen. Aber ihr seht, im Prinzip funktioniert es geschmeidig. Yeah. So, jetzt schalten wir mal um. Ja, jetzt schalten wir mal um. Ja. Schauen wir, was passiert. Oh, nur eine Tür öffnet sich, die hintere. Ja? Also man kann wirklich unabhängig beide Türen voneinander öffnen und schließen, so habe ich noch nicht gesehen beim Technikmodell. Ja? Das macht das schon mal einzigartig. Ja? Gut, ich streue eh schon über das ganze Gesicht. Also ich stehe auf das. Ja. Ich weiß auch, im Innenraum haben wir noch eine Funktion, eine ganz einfache. Ja? Hier vorne, Hand of God, ja, Lenkung, schwuppdiwuppdi. Ja, Lenkrad bewegt sich mit. Lenkrad bewegt sich mit und das Lenkrad hat hier oben, ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht es. Das hat ein Display, mit Kleber gelöst, ja, wieder mein Display angedeutet. Das ist beim echten Auto auch so, ja. Also da wirklich, da hat Christian Königseck, glaube ich, heißt er, hat ein Video gemacht. Und hat wirklich das betont, wie geschmeidig dieser Bildschirm da beim, weil das Lenkrad ist so einzigartig, hat er gemeint, und das lenkt sich so geschmeidig mit, ja. Und das ist halt ein Highlight, ja. Wenn man hier diesen angedeuteten Ganghebel hat, wo man eigentlich die Türen daneben links und rechts steuert, er hat auch im Video nochmal betont, dass der Königseck wieder eine einzigartige Sache hat, ja. Und zwar, das ist die Gangschaltung. Und zwar, man kann quasi mit Doppeltippen, es ist ja auch Vollautomatik, ja, kann man mit Doppeltippen gleich mehrere Gänge überspringen, aber man hat kein Schlupfloch, glaube ich, sagt man dazu. Also es wäre, wie wenn man in den nächsten Gang schaltet, obwohl man eigentlich zwei oder drei Gänge zurückschaltet. Das ist halt das, was ich auch gesagt habe, was ganz, ganz speziell in dem Auto ist, ist eben das Getriebe, weil man da einfach kein Schlupfloch einfach merkt. Ja. Okay. Was wir im Innenraum noch haben, das ist die nächste Funktion, also es wird halt das Video so weitergehen, es werden Funktionen ohne Ende sein. Ohne ja. Ende. Man hat hier kann man Gänge durchschalten, ja, über diesen Hebel hier, plus minus angedeutet. So. Und hier hat man einen Anzeiger, der im Kreis geht, ja, wo man eben sieht, in welchem Gang man ist. Mhm. Ja, also rein theoretisch, es gibt jetzt natürlich keine Nummernanzeige, ja. Aber ihr seht, man muss immer nur so pumpen und dann schaltet man die Gänge durch. Ja. Es sind auch einige, ich glaube 8, 6, 8, 9, ich weiß gar nicht. Also man kann einige Gänge rauf und runter schalten, ja. Und dementsprechend dreht sich dann hinten der Motor schneller oder langsamer mit. Wir werden uns das dann später beim Cargo, so ein Modell, vielleicht nochmal anschauen, weil das ist noch nicht verkleidet, da kann man das alles ein bisschen besser sehen, ja. Nächste Funktion ist einmal dann auch das ist eigentlich der Motordeckel hinten, also hinten, und der Kofferraum vorne, ja, ja. Klappt sich nach oben. Ich werde das gleich aber mal so seitlich stehen lassen, damit ihr das besser seht. So, Hightech-Tool wieder. Was ist denn mit dem Dings los? Das nervt heute ein bisschen. Wahnsinn. So. Und los geht's. Ja. Also, ihr seht, es ist ziemlich oft übersetzt, aber es geht spread langsam und stetig nach oben. Übrigens beim Echten auch voll elektronisch. Ja. Ja. Jetzt. Das ist halt so komisch. Der Karika stört da wieder das Video. Ja. Also, ihr seht
Hier drinnen einfach nur die Mechanik, wo man eben den Kofferraumdeckel vorne rauflässt. Ja. Da gibt es nicht so viel zu sehen, ein bisschen die Federung. Gell? Bringt schon ein Aktuator raus. Genau. Und hier hinten das Ganze noch einmal, eben für den, sieht man dann eben den Motor drin und auch ein bisschen das ganze Getriebe, was wirklich nicht leicht zum Zusammenbauen war, muss ich gestehen. Also das muss sogar ich als erfahrener Technikbauer sagen. Das war, da habe ich schon ein paar Bauschritte immer wieder mal kontrolliert, immer mal wieder ein bisschen was lockerer gemacht, damit es flutschiger geht. Ja, also, weil sonst wäre das jetzt nicht so schön gefahren. Ja, ich bin ungefähr bis Bauabschnitt 6 gekommen. Das ist ungefähr das erste Drittel vom zweiten Buch. Und also ich muss auch sagen, also für Anfänger ist der wirklich nichts. Also im Gegensatz zum Vorgängermodell, der V12, also der ist wirklich ein Anfängermodell, gegen den jetzt. Also der ist schon sehr, sehr komplex. Und ja, also man muss ja bei den ersten Bauschritten schon herzeigen, ja. Man fängt einmal, das ist mitten im Modell, an mit einer, ja, mit einer Scheibenbremse, gell? Mit einem Scheibenbremsenbauteil, aber mitten im Modell verpackt, und da denkt man sich, ja, was, oder Radaufhänger, ja, die soll die gleichzeitig die halt Scheibenbremse, genau, richtig, und man denkt sich, was wird das jetzt, also was ist da los, was passiert da, ja? Also es ist wirklich, es ist wirklich, vom Anfang bis Ende eigentlich denkt man sich, was soll das werden? Na, vor allem, wo dann baut hin? Man das, ja? Wo man auch nicht weiß, für was das sei, so, und dann kommt man drauf, das ist die Gangschaltung. Und dann denkt man sich, aha, Gangschaltung, eine wilde Sache. Und das ist nur deshalb, weil das eben so viele Gänge hat, und dann rutscht es innerhalb von diesen zwei Radaufhängungen eben so einfach nur so hin und her führen und so, also wirklich. So ein bisschen wie eine Kupplung eigentlich. Ich meine, manche Bautechniken sind echt sensationell, dass sie auf sowas draufkommen und das dann noch inkludieren in andere Komponenten, ist schon, da steckt schon viel Arbeit und Hirnschmalz. Also da hat er sicher lang entwickelt dran, also das kann man schon vorstellen, weil das ist wirklich nicht einfach, sowas was zu konstruieren. Nicht glaubt, ich meine, das sind ja die Originalfarben vom Auto, ne? Auch mit diesem Leim, ich glaube, das passt sogar farblich sehr gut zum Original. Und ich finde, also diese Farbtupfer sind einfach genial aus. Sind echt genial aus. Ja, wie gesagt, da gehen bei uns immer ein bisschen die Meinungen auseinander bei der Farbe. Ich bin halt lieber. So was gegen Grün. Nee, wenn das ganze Auto grün war, war es okay, aber das Weiß ist halt so. Sehr, sehr komplett dominant. Grün und dann weiße Akzente. Da war die dabei, ja. Genau umgekehrt. Ja, ist halt so, man kann nicht alles haben. Nein. Wie gesagt, Technikfunktionen mannigfaltig, also also wirklich Hut ab vor dem Dugald Cameron, der hat wirklich was drauf. Kommen wir mal vielleicht zu den ein bisschen einfacheren Dingen. Anleitung, ja. Anleitung typisch Kader Master, ja, in dem Format. Wie immer die Bauschritt- oder Bauabschnittsortierung, so wie man es kennt, ja. Also man hat nummerierte Schachteln, ja. Die ergeben dann Bauabschnitte, die wieder mit Buchstaben gekennzeichnet werden. Und die beinhalten dann aber wieder nummerierte Sackerln. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Also wenn man es irgendwer von euch erklären kann, warum eigentlich die Schachteln nummeriert sind, die Sackerln nummeriert sind, aber dann die Bauabschnitte mit Buchstaben gekennzeichnet werden, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich verstehe es nicht. Die Rätsel dieser Welt. Das entschließt sich meiner Kenntnis. Ja. Aber ansonsten, ja, ich sage mal von der Abfolge her, ihr seht, es sind immer ganz wenig Bauteile pro Bauabschnitt, ja. Von dem her einfach, aber man muss das wirklich schön striktest befolgen. Man muss genau schauen, wo werden die Teile gesetzt, ja. Und man muss auch schauen, dass man wirklich dann, wenn es ins Mechanische geht, wenn sich was drehen können muss, wenn sie Zahnräder ineinander greifen müssen, wenn das Getriebe quasi die Zahnräder zueinander in der richtigen Position stehen müssen, da muss man wirklich ganz, ganz genau in die Anleitung reinschauen, ja, weil sonst funktioniert das ganze Getriebe nicht. Also man muss auch schauen, dass man
nichts zu stark klemmt, ja, ja, von den beweglichen Teilen. Ja. Also das ist wirklich, ja, für mich eine Herausforderung gewesen. Das Modell. Ja, es ist auf alle Fälle kein Anfängermodell. Also, mhm, das, ich meine schon alleine, wie ich den ersten Bauabschnitt aufgemacht habe, die Sackeln, ich glaube, da sind mir umgeschaut 80 Zahnräder entgegengekommen. Also da waren gefühlt mehr Zahnräder als Liftarme drinnen. Und absolut. Ja, es ist, macht Spaß. Absolut. Ja. Weil man kann ja auch die Sesseln, glaube ich, kann man bewegen nach vorne zurück. Man kann ihn nach vorne zurückschieben, aber das macht man manuell so viel. Ja, und dann so, ja, da hinten bewegt sich ja dann auch noch irgendwas, da die Schürzen auf und ab, das funktioniert ja auch noch irgendwie. Ne? Mhm. Ja, es steckt voller Überraschungen. Ja, also absolut geniales Modell. Ja, wie gesagt, von der Form her stromlinienförmig, so wie es gehört für einen Königsegg. Also genau unser Metier, ja, gell, von den Supercars, Hypercars. Ja, ich habe mir eh schon ewig einen Königsegg gewünscht. Jetzt ist er endlich da. Gut, das ist eh schon, im Prinzip ist er eh schon, glaube ich, ein halbes Jahr gefüllt am Markt. Mhm. Also so ganz neu ist er ja nicht mehr. Wir sind ja eh mit dem Review auch schon wieder, weiß Gott, wie hinterher. Da gibt es ja andere YouTuber, die sind. Wir sind nicht die schnellsten Bauern. Wir kriegen sie auch nicht so schnell wie manche nicht so schnell, ja, gesponserten YouTuber. Gut, wir könnten es auch in China bestellen. Ja. Ich hätte gesagt, schauen wir sich einmal deine Variante an, damit man vielleicht ein bisschen mehr die Technik sieht. Ja? Machen wir einen kurzen fliegenden Wechsel, du übernimmst. Mhm. Gebaut, weil zum Beispiel es kommt zumindest bis zu dem Schritt kommt es zweimal vor, dass man was baut und dann hängt es irgendwie Ledger da. Und so ist es auch bei der Gangschaltung gewesen. Wenn ihr da die Gangschaltung baut, dann habt ihr. Kann man jetzt da alles schön hören. Darum habe ich es ja noch offen lassen, weil mich ja das selber immer anfuckt, dass wenn einer so ein Auto herzeigt und dann sagt, ja, da ist die Technik, da rennt das Zahnrad und man sieht nichts, weil alles verkleidet ist. Darum habe ich mir gedacht, wir machen das einmal so. Und zwar hängt es da mit diesen gelben Zahnrädern, falls man die da sieht, die was da drinnen sind. Und das hängt eben da mit dieser Gangschaltung zusammen. Und das, wenn man das baut, das ist total lätschert und funktioniert auch nicht. So, jetzt war ich natürlich so gescheit, das kann ja so nicht sein. Das heißt, ich habe das fixiert mit einem 2er Liftarm und mit einem 3er Pin. Hat dann super funktioniert, hat auch alles passt. Ja, bis ich dann irgendwann mal einen Bauschritt weiter war, eh schon vergessen auch wieder. Und auf einmal muss ich da irgendwo eine Stange reinhauen oder irgend sowas. Und dann hat das auf einmal gesperrt und hat nicht mehr funktioniert. Ja, dann musst du halt wieder zurückbauen. Dann war es vorbei. Da war vorne, irgendwo war noch sowas, wo das auch über mehrere Bauschritte lang einfach nur Ledger da gehängt ist und ich mir gedacht habe, das kann so niemals kehren. Mhm. Aber vertraut der Anleitung, baut so, ja, wie die Anleitung, ja, ist, dann wird er perfekt. Statt es nicht selber improvisieren, seid nicht so lost wie ich. Ja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe da auch die eine oder andere Stelle gehabt, eben auch die du angesprochen hast. Ja. Und da habe ich mir wirklich gedacht, hey, das schaltet ja gar nicht smooth. Ja. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe mir wirklich gedacht, ich habe falsch gemacht. Ja. Aber ich habe dann wirklich auch, so wie der Karik gesagt hat, in der Anleitung ein bisschen mal weiter nach vorne geschaut. Ja. Und dann bin ich drauf gekommen, hey, da geht es später weiter, ja. Und das wird dann stabil und kann dann gut schalten, ja. Also man muss da jetzt wirklich benibelst die Anleitung befolgen, da schön darauf achten, dass man alles richtig setzt, auch die Zahnräder in der richtigen Position zueinander setzt bei den ganzen Mechaniken und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Mhm. Ja, ich hätte gesagt, kommen wir zum Fazit. Na, Ich habe noch was zum Sagen. Und zwar ist man die Lenkung, die Hinterlenkung. Also die hinteren Reifen lenken ja auch mit. Und genau, das ist aber minimal und auch urschwer. Und das hängt damit zusammen, dass das so schwer lenkt mit dem Gummiringel da. Das hängt dann mit so einem Gummiringel, wird das quasi zusammenpresst und jedes Mal, wenn sich das dann halt bewegt, tut das Gummiringel wieder zusammen, aber irgendwie ist das zu fest und naja, das funktioniert jetzt nicht so. Burnerhaft. Ah, nicht wirklich. Mhm. Aber so schaut schon geil aus. Also wenn ihr da jetzt da feuchte Hände und glänzende Augen kriegt bei dem Anblick, sollte in den Shop schauen und sich den kaufen, solange er noch da ist. Echt ein Wundergerät. Also ja, Preis-Leistung finde ich stimmt auch absolut. Ja. Ja, weil wie gesagt, man kriegt wirklich ein Bauerlebnis, viele Teile, viele große Teile. Und ein absolutes Erlebnis, wie gesagt, so Funktionen hat man noch nicht eingebaut. Ja.
Sie wäre noch ganz zum Schluss, ihr könnt euch das gerne mal in der Anleitung auch bei Markus sicher anschauen, es wären dann zum Schluss nochmal hier die einzelnen Funktionen noch einmal erklärt, ja, also wenn man dann vielleicht auch während dem Bauen irgendwie Zweifel hat, dass man vielleicht was falsch gemacht hat, kann man sich das dann ganz hinten noch einmal anschauen, was das Modell dann am Ende des Tages alles können sollte, ja. Und während ich mir das durchschaue, komme ich gerade drauf, dass wir eine Funktion vergessen haben. Das ist aber allerdings auch die unspektakulärste, die ich bis jetzt nicht so ganz verstanden habe, warum es die gibt. Ja. Weil auch beim Original wird da nichts in die Richtung erwähnt. Aber es ist halt noch eine Funktion. Ja. Ihr habt unten diese beiden Panels, die weißen da. Ja. Die kann ich auch von der Seite, wenn ich dann wieder mein Werkzeug ansetze, kann ich die nach unten und nach oben fahren lassen. Ja. Was das jetzt genau darstellen soll, ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwie noch mit Luftwiderstand bremsen, ja. Oder dass er mehr am Boden pickt, wenn er die ausgefahren hat. Ich weiß es nicht, kann ich da nicht sagen. Ich ja. Nicht. Für was das. Ja, vielleicht irgendwas mit der Bodenhaftung, dass das zu tun hat. Vielleicht. Aber dass man das in ein Klemmbaustein-Set reintut, so eine Funktion. Ja, finde ich auch. Er hat sich sicher gedacht, das ist ja wurscht, ich mache das auch noch. Ne? Also, die sind eh schon genug drin, kann ich das da vorne auch noch machen. Also, ist ja eh schon egal. Ein bisschen Platz habe ich noch. Ne? Also, irgendwas machen wir noch. Ja, ein Stickerbogen hält sich auch in Grenzen. Ja, also da. Obwohl, da können ganz wir ja wenige. Dann schon mit AMG, da soll er ja dann mit Druck kommen. Aber ja, da preislich. Warten wir schon, gell? Da warten wir preislich schon. Wieder mörderisch. Kann ich schon vorgreifen. Also. Aber es wird fix gekauft, es wird fix ein Review dazu geben. Also da. Da muss man jetzt einmal ein bisschen zusammenreißen, mein ja, Geld. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau. Wir haben ein bisschen Zeit, bis er kommt, ja. Ja, hast du noch irgendwas zum Set zu sagen? Ich glaube, so im Großen und Ganzen. Macht Spaß, macht Laune. Ich würde ihn wieder kaufen. Ja. Auf jeden Fall. Tolles Ding. Absolut, tolles ja. Ding. Also ich absolute Kaufempfehlung von meiner Seite. Preis-Leistung super. Definitiv für den erfahrenen Technikbauer. Ja, also es sollte nicht unbedingt euer erstes Set sein, das ihr angeht. Ja. Aber für die, die jetzt einmal wirklich so die Herausforderung nach dem 4., 5., 7. Hypercar suchen, ja, das ist euer Set. Also absolut Kaufempfehlung. Top. Und das ist jetzt nicht eine Herausforderung, weil es Arsch zum Bauen ist oder was, so wie der blaue da, das blaue Elend, ganz also, ich glaube, es war eh der erste von Kader, den sie da rausgebracht haben, der war ja deswegen scheiße, weil das einfach alles nicht gehalten hat, dass da alles immer in Form sind und greifst einmal mal an und fällt das alles wieder um und kannst dann wieder in Form stellen. Der ist einfach nur komplex. Also und darum ist er schwierig zum Bauen. Also nicht, weil jetzt da die Bautechniken jetzt schwierig wären, sondern einfach nur, ja, dass die Zahnräder alle richtig stehen. Mensch, alleine die Tür, ich glaube, die hat schon alleine 8 Zahnraum. Naja, das muss sich ja drehen und muss sich auch noch nach außen bewegen. Das, ne? Ist das einfach ist faszinierend. Ja, absolut. Faszination. Ja. Das war's. Endlich wieder mal ein Video von uns, endlich wieder mal ein Hypercar, ja. Ich hoffe, es folgen noch weitere, auf jeden Fall den AMG, den haben wir jetzt auch schon versprochen, der wird kommen. Ich habe gehört, dass dann noch dann im Anschluss ein Ferrari kommt. Wirklich? Habe ich gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und zwar wieder von dem Designer, der was das blaue Elend designt hat. Oh gut. Naja, werden wir uns vielleicht vorher nochmal das ganz genau anschauen. Es ist ja auch fraglich, ob es dann wirklich am Designer liegt oder ob das eben, weil der mit Steinen von einer anderen Firma damit mockt, das Kader übernimmt und ja, irgendwie müssen sie es ja dann massentauglich auch noch, also massenmarkttauglich auch noch machen, also wenn sicher Abstriche gemacht werden oder Verbesserungen oder Änderungen, weil ich merke ja, also so viele Veränderungen oder Verbesserungen in der Anleitung habe ich noch in Kanada gehabt, also ich glaube, da sind sicher 7 oder 8 Pickeln überpickt, das doch anders gebaut gehört. Also das so viele wieder drinnen habe ich noch kein Set gehabt. Und da möchte ich nicht immer sagen, dass der Designer der Schuld ist, weil vielleicht spielt er mehrere Sachen zusammen, wo das halt dann zum blauen Elend führt. Absolut. Also werden wir schauen, wie der, falls es der Ferrari wird, ich weiß es nicht, dann schauen wir mal, ich glaube 488 oder irgend sowas. Oder E40, was weiß ich. Irgendwas wird schon werden. Freuen wir sich einmal am AMG, ne? Mit Drucke. Na passt, genug gequatscht. Dann, wie gesagt,
Kader Master 61048, der Phantasma, absolute Kaufempfehlung. Los geht's. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.